Bis hierbei Resident Evil Revelations. Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ihr Signal ging verloren über dem Ozean. Die Queen Zenobia. Genau hier auf diesem Schiff. Keine Lebenszeichen, aber irgendetwas ist hier. Glaube einer Waffe. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Chris! Was ist das? Oh, super. Mist, das ist eine Falle. Es ist Zeit, dass sie die Wahrheit erfahren. It's Valentine. Langsamer, Chris. Wir sind fast da, Jessica. Das wird doch langsam Zeit. Meine Füße bringen mich um. Das Lager soll auf der anderen Seite dieses Gipfels liegen. Immer noch kein Kontakt zur Zentrale. Vielleicht liegt es am Wetter. Wer hätte gedacht, dass wir hier so lange festsitzen? Dann waren die Informationen über Veltro korrekt. Na los! Oh Mann, das kann keiner überlebt haben. Sieh nach der Absturzstelle. Meld dich, wenn du was findest. Wir sollten das Flugzeug gründlich durchsuchen. Mal sehen, was wir finden.
Das Ladungsverzeichnis könnte uns dabei weiterhelfen. Mal sehen. Sie wollten zum Baikoin-Mekki-Flughafen. Wenn wir dorthin wollen, müssen wir durch diese Mine. Jessica, ich brauche Hilfe! Warte, ich bin gleich da. Diese Höhle ist zu kalt. Du solltest warme Unterwäsche tragen. Hey, hast du das gehört? Sie sind infiziert. Vorsicht, Jessica. Siehst du? Deswegen mag ich Chihuahuas. Flugzeug die Dinger transportiert? Ja, sieht ganz so aus. Dann ist Keldor von den Toten auferstanden. Ja. Und wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Was? Konzentrier dich! Sie war vorher deine Partnerin, oder? Ja, sie war meine Partnerin. Warum fragst du?
Ach, na ja. Es war nur so eine Frage. Nirgendwohin. Wartet, Chris, ich bin gleich da. Ich gebe dir Deckung. Verdammt, es sind so viele. Durch, Chris! Mist, die Munition reicht nicht. Gibt's keine Köder mehr hier? Stehen? Danke. Alles okay. Tut mir leid, wenn ich nerve, aber... Was ist denn? Vertraust du mir genauso wie Jill? Hör zu, ich vertraue euch beiden, okay? Außerdem, man gewinnt Vertrauen durch Taten, nicht durch Worte. Das ist wieder typisch, Chris. Es geht immer nur um den Job, nicht wahr? Sieh mal, ist das die Landebahn? Das ist ihr Versteck. Hier, Forkball. Hört ihr mich? Hier, Chris. Ich höre, Sir. Alles okay? Wo seid ihr? Durch die Störung hatten wir kein Signal. Wir sind beim Valcoyne-Mocky-Flughafen. Verdammt. Das war eine Falle. Wieso das? Aufgrund falscher Informationen habe ich Jill und Parker zum Mittelmeer geschickt. Jetzt habe ich keinen Kontakt mehr. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Was? Was ist da los? Chris, sieh dir das mal an. Unmöglich. O'Brien, schlechte Neuigkeiten. Wir sehen das Weltro-Wappen. Dann stimmt es also, dass sie wieder da sind. Wenn das wahr ist, dann...
Dann war die Falle für Jill und Parker. Alles wahr. Ja, darauf würde ich meinen Arsch verwenden. O'Brien, wir werden Jill und Parker suchen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Ich halte euch auf dem Laufenden. Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Das finden wir später raus. Wir müssen los.